Alter, da kommen die Bullen. Verpiss dich hier. Was, und mich lässt du hier zurück? Was bist du denn für ein Kumpel, ey? Hallo, Kameramagier. Heute zeige ich dir, wie du dich selbst in einen Graffiti verwandeln kannst. Das ist ein super Effekt für Musikvideos. Und alles, was du brauchst, ist dafür eine Wand und eine Kamera. Viel Spaß damit. Okay, kurzer Disclaimer hier, bevor wir loslegen. Taggen und Sprayen, Graffitis an Wände malen, die nicht dafür freigegeben ist, ist illegal. Und ich habe in diesem Video keine einzige Wand besprüht. Ich habe das alles gefaked im Nachhinein und das hier, die Dose, die ich genutzt habe, ist Butan und Propangas, was ich eigentlich an meine Flammprojektoren haue für Musikvideos. Aber ich möchte dir nichtsdestotrotz diesen Effekt zeigen. Alles, was du brauchst, sind zwei Shots. Der erste Shot ist von einer Wand, in die du dich hineinsetzen willst als Graffiti. Je nachdem, wie du es magst, entweder Handheld oder statisch, das kannst du entscheiden, wie du magst. Filme dich am besten auch in einer Location, wo bereits Graffitis sind. Und der zweite Shot ist natürlich von dir vor einem Greenscreen, wo du etwas sagst oder rappst, wenn es dein Musikvideo ist. Was du natürlich, wenn du keinen Greenscreen machen kannst, ist so wie ich hier zu Hause einfach vor ein geöffnetes Fenster stellen und deine Kamera so weit überbelichten, dass du gut zu sehen bist und der Rest alles hell ist. Da kannst du nämlich auch mit einem Lumakia dich selbst rauskeyen. Funktioniert genauso. Okay, wenn du deine zwei Shots hast, dann auf in DaVinci Resolve. Zuallererst hast du deinen Basisshot, auf den du dich als Graffiti einbauen möchtest. Dann legst du den Shot, wo du sprichst oder etwas machst, drüber. Markierst die beiden, klickst mit Rechtsklick auf New Fusion Clip. So, und mit dem Fusion Clip selected gehen wir natürlich in Fusion hinein. So, damit haben wir den einen unten als Background und den anderen oben als Foreground und genauso wollen wir das haben. Mit Shift und Spacebar öffnest du deine Toolbox und suchst dir den Lumakia oder in deinem Fall, wenn du vorhin Greenscreen gemacht hast, den Deltakia. Dann möchtest du als allererstes mal das Ganze invertieren und den unteren Slider hochziehen, damit wir mehr von unserem Gesicht sehen. Anschließend ziehen wir das Ganze noch ein Stückchen weiter runter, bis all das weg ist, was wir nicht im Shot haben wollen. Und du siehst, ich habe hier noch ganz schön viel von den Rändern und das kann ich mittels einer Garbage Mat rauskriegen. Dazu suche ich mir das Polygon Tool und füge das Ganze nicht in den blauen Pfeil, sondern in die Garbage Mat. Dazu ziehe ich den Pfeil und halte Alt gedrückt oder Option für Mac und klicke auf Garbage Mat. So, und ich klicke auf das Polygon Tool und ich ziehe hier einmal eine Linie rings um mich herum. Und du siehst, ich bin weg. Das liegt daran, dass wir hier drüben noch nicht invertiert haben. So, jetzt habe ich nur mich ausgewählt und jetzt kann ich mit meinem Lumakia noch den letzten Rest wegbekommen. Als nächstes musst du noch mit Contract and Expand und Gamma und Blur arbeiten, damit du schöne Ecken hast, die nicht so hässlich aussehen. Aber das, du siehst, das sieht noch überhaupt nicht aus wie ein Graffiti. Und um den Graffiti-Stil zu erhalten, suche ich in meinem Tool nach Curves. Und zwar Color Curves. Das erste, was wir brauchen, ist mehr Kontrast. Und dazu nehme ich hier einen Punkt und ziehe das Ganze runter, so bis ich denke, dass das ein okay Kontrast ist. Und dann möchte ich mich natürlich auch noch ein bisschen aufhellen im Gesicht. So, es sieht allerdings immer noch nicht nach Graffiti aus. Und du hast recht, denn ein Graffiti sieht meistens flächiger aus und nicht so fotomäßig. Und dazu suchen wir in der Toolbox nach dem Watercolor-Effekt. Den füge ich hier ebenfalls an und du siehst, ich sehe ziemlich zerlaufen aus und du kannst mit der Smoothness spielen, bis dir das gefällt. Ich persönlich gehe mit der Smoothness lieber etwas runter. So, und dann möchte ich noch einen Color Corrector suchen, weil in meinem Fall möchte ich keine Saturierung haben. So. Und wie du siehst, ich bin noch im Vergleich zu der Wand, bin ich noch sehr hell. Und deswegen reduziere ich hier den Gain, bis ich so aussehe von der Helligkeit wie die Wand, damit sich das dann auch schön einfügt. So, aber du siehst, ich bin noch nicht an der Wand. Und die Wand vor allen Dingen bewegt sich im Hintergrund.
Und genau das möchte ich jetzt dir zeigen, wie man das macht. Okay, die Merge Note löschen wir und wir suchen uns einen Planner Tracker raus. So, und den lassen wir uns mal hier auf der 1 anzeigen. Mit dem Planner Tracker gehen wir an eine Stelle, wo wir die Fläche finden, die wir tracken wollen. Und wir ziehen jetzt einfach eine Runde rum. So, dann klicken wir hier oben auf Set. So, wählen hier bei Hybrid Point Area aus und klicken erstmal Track Forward. So, jetzt macht DaVinci Resolve sein Ding und analysiert all das, was wir haben wollen. Danach springen wir wieder zurück und tracken rückwärts. So, und wie du siehst, haben wir jetzt viele Punkte, die an der Wand kleben bleiben. Sehr schön. So, nachdem wir getrackt haben, wollen wir unseren letzten Color Corrector auswählen und eine Verbindung in den grünen Pfeil vom Planner Tracker ziehen. Wenn wir uns das jetzt auf 2 anzeigen lassen, dann sehen wir noch nichts, weil wir müssen hier oben von Track auf Corner Pin stellen. So, jetzt kriegen wir die Eckpunkte, die wir quasi aufstellen können. Und die möchte ich am liebsten perspektivisch parallel zur Wand setzen. Und damit haben wir uns an die Wand projiziert und wir bleiben quasi an der Wand. So, aber wie du siehst, sehe ich noch nicht wirklich Graffiti-mäßig aus. Und das liegt an meinem Blend-Mode. Aber da ich im Planner-Tracker keinen Blend-Mode ändern kann, switche ich den von hier oben von Foreground over Background zu Foreground only. Damit behalte ich mir meine Bewegung, aber ich habe dadurch keinen Hintergrund mehr. Und jetzt möchte ich mir eine Merge-Node raussuchen, von meinem Hintergrund in den orangenen Pfeil gehen und mit meinem Planner Tracker out in den grünen Pfeil und schon haben wir das. Und jetzt habe ich hier unter Apply Mode noch den Darken Mode und damit sehe ich aus, wie als wäre ich auch ein Graffiti an der Wand. Du kannst diesen Effekt natürlich auch zu Hause an deiner Raufasertapete ausprobieren, wenn du willst. So, ich hoffe, dir hat dieser Trick gefallen und du kannst ihn in deinem nächsten Musikvideo anwenden. Und denk dran, stay safe und Vandalismus ist böse. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.